Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 22 Karrieremodus mit dem HSV Bochum. Hansa Fan, bei tropischen Sommertemperaturen machen wir weiter. Ja, es ist gerade äußerst angenehm bei dem Wetter in der Bude zocken und aufzunehmen, aber was will man machen, ne? Auf geht's rein. Wir haben zuletzt tatsächlich zweimal in Folge verloren mit unseren Hamburgern gegen die Bayern und gegen Leipzig. Dazwischen lag aber der Pokalerfolg gegen die Bayern, heißt wir stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Sind also dem Finale schon mal einen gehörigen Schritt näher gekommen. Allerdings müssen wir jetzt auch in der Bundesliga wieder langsam, aber sicher in die Erfolgsspur zurückfinden. Klar, wir brauchen da nichts überdramatisieren, nichtsdestotrotz. Aber kommen jetzt Gegner, die wir auf dem Weg ins internationale Geschäft natürlich eher schlagen müssten. Düsseldorf, Union, auch Hoffenheim sind so Gegner, die uns da in die Quere kommen. Auch Augsburg mal wieder. Die Fürther, mit denen haben wir sowieso noch eine Rechnung offen. Ich sag nur 4-1 verloren im Hinspiel. Und dann kommen die Dortmunder und dann auch schon das Nordderby. Ich bin gespannt, wo uns die Reise jetzt hinführt in den nächsten Partien. Und wie wir schon vermutet hatten, wird auch ein Adrian Faye nicht mehr länger ruhig bleiben und mit der Rolle seines Backups-Daseins leben. Auch er sagt natürlich, er müsse öfter spielen, aber aktuell ist da nicht viel Platz. Ja, wenn es drauf ankommt, zählen wir natürlich auf ihn, aber zum Stammspieler reicht es aktuell einfach nicht. Ah, und jetzt kommt gleich einer dieser Gegner, die ich gerade angesprochen habe, Fortuna Düsseldorf, auf Rang 16 stehend. Wir jetzt mit zwei Niederlagen im Rücken, aktuell punktgleich auf Rang 4 mit Leipzig, die auf Rang 5, was natürlich Europa League und Champions League den Unterschied am Ende ausmacht. Oder das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Plätzen natürlich. Also mal schauen, wo es hingeht. Wolfsburg ist natürlich schon ein bisschen weiter weg, die haben sich also erholt. Nachdem sie letzte Saison ja so ein bisschen weiter unten waren, bevor sie ja Champions League Sieger wurden, wir erinnern uns dran. Sind sie also auch wieder im oberen Drittel zu finden. 6 Punkte zusammen hinter Bayern natürlich. Also die sind schon wieder mächtig davon gezogen. Hertha liegt uns auch noch im Nacken. Ganz, ganz spannende Angelegenheit jetzt auf jeden Fall. Es ist kein Selbstläufer. Und mit dieser Elf werden wir es angehen. Gegen Fortuna Düsseldorf. Eigentlich die Top-Elf, die wir aktuell aufzubieten haben. Habe ich am Ende für Steven und für Knutzen auf den Flügeln entschieden. Natürlich mit Sanders wieder Mittelfeld. Der ist einfach überragend in dieser Saison. Sikan, unser bester Top-Torjäger. Und ansonsten kehrt Ovejan auch zurück für Zander Kruse. Die Bank auch gut besetzt mit Boateng, mit Kruse, mit Fein, mit Wimmer, mit Kleindienst, mit Winter. Also Zeit, die Negativspirale zu beenden und nicht die dritte Niederlage in Folge einzufahren. Das Ganze in der Schnellsimulation und wir gewinnen tatsächlich, wenn auch knapp, mit 3:2 gegen die Fortuna. Wir haben nach 5 Minuten bereits durch Sikan mit 1:0 geführt. Hartherzglich aus, kurz nach der Pause. Boateng hat zwischenzeitlich Nian Su ersetzt. Klaus brachte die Fortuna in Führung. Nur 4 Minuten später Steven mit dem Ausgleich. Und in der 83. erneut Danilo Sikan mit dem Führungstor, der uns den Sieg beschert. Also, harter Kampf, aber ich habe ja gesagt, es wird kein Selbstläufer und wir haben den Negativstrudel durchbrochen. Aber in der Tabelle sehen wir, dass Leipzig uns nachgeht, nämlich ebenfalls punktgleich jetzt auf der 5 zu finden. Auch Hertha bleibt weiterhin dran. Und weiter geht die wilde Fahrt gegen Union Berlin. Die sind aktuell auf Rang 14. Also auch aus dem unteren Drittel. Haben auch ein bisschen mit zu kämpfen mit dem Klassenerhalt. Logischerweise, auch da muss Union mal ran. Aber natürlich gönnt man ihn es nicht. Ja, wir wollen natürlich den nächsten Sieg einfahren, denn das sind so Sachen, das müssen wir ziehen, denn wir sehen es ja, Leipzig, Hertha liegen uns auf den Fersen. Wir gehen das Ganze aber mit der komplett identischen Startaufstellung an wie gegen Düsseldorf, auch wenn es da knapp war am Ende. Trotzdem vertraue ich dieser Mannschaft und sie zahlt das Vertrauen nicht zurück. Wir verlieren gegen Union Berlin mit 1:2. Fran Beltran ist es, der uns hier 2 Tore reinhaut. Wieder hat Boateng Nian Su ersetzt. Steven hat in der 50. Minute noch ausgeglichen, doch dann in der 69. Neuter Führungstreffer für die Eisernen. Puh, also jetzt wird's ein bisschen wackelig. Wir bleiben noch auf Rang 4, da auch Leipzig federn lässt. Hertha dagegen gleicht aus, hat einen Punkt geholt. Jetzt sind 3 Mannschaften mit 40 Punkten da im Tableau. Ich bin mal gespannt, wer da noch sich drumherum tümmelt. Auch Hoffenheim und Leverkusen sind noch in der Verlosung, wenn auch mit etwas Abstand. Also auch für Leverkusen finde ich jetzt derzeit die aktuell schlechteste Platzierung in dieser Karriere bisher. Die waren immer oben mit bei. In diesem Jahr kommen sie also ins Straucheln. Gegen Augsburg müssen wir gleich auch noch ran, gegen Fürth. Aber jetzt haben wir also schon gegen Fürth verloren. Die sind nicht mal mehr Letzter, sondern Werder Bremen ist Letzter. Also wir haben gegen Fürth verloren, wir haben gegen Union verloren. Das sollte sich jetzt langsam nicht häufen.
Und jetzt kommt das nächste Spiel gegen Hoffenheim. Da müssen wir ran. Da sind wir gefragt, definitiv. Übrigens steht das Pokalhalbfinale nun auch fest. Wir treffen zu Hause auf Eintracht Frankfurt. Logischerweise danach auch in der Liga auf Frankfurt, wie es zuletzt bei Bayern war. Also, kurioses Ding. Aber es ist so typisch manchmal. Aber Eintracht Frankfurt Halbfinale, das ist ein vorgenommenes Finale, verdammt. Und so agieren wir gegen die Hoffenheimer. Eine Veränderung gibt's. Wimmer rückt rein für Knutzen. Steven rückt auf die linke Seite. Und zwei Veränderungen, sorry. Kleindienst für Danilo Sikan mit von der Partie. Ja, ich hoffe mal wieder auf den bulligen Stürmer. Ansonsten habe ich Micky van de Ven natürlich auch mal in den Kader genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den in den ersten beiden Spielen tatsächlich vergessen. Das kommt, wenn man fast eine Woche nicht aufnimmt. Und diesmal übernehme ich das Ganze hier selbst in der, heißt sie noch, Pre-Zero Arena zu Hoffenheim. So ist es. Mit einem Sieg ist Hoffenheim wieder dran an den internationalen Plätzen. Das wollen wir natürlich verhindern. So, das sind die Hoffenheimer. Carlo Henrique, Akpoguma, Samaseko, Granit Xhaka ist dabei. Bernardeschi ist jetzt im Kader. Bebu als Mittelstürmer. Mamardaschwili im Tor. Akpoguma, Kade Schabek, Carlo Henrique. Ganz interessante Hoffenheimer Mannschaft. David Raum haben wir gerade gesehen. Nur auf der Bank ist ja unser Wunschspieler für die kommende Saison. Oh, Wimmer. Klasse Balleroberung. Patrick Wimmer setzt sich durch gegen Akpoguma. Patrick Wimmer muss es alleine machen. Die erste Chance für den HSV. Siebte Minute. Ötschland, tolle Balleroberung. Sanders jetzt im Mittelfeld. Felix Sanders auf Dorsch. Niklas Dorsch zu Steven. Na? Wird da was draus oder nicht? Sanders behält den Ball auf jeden Fall. HSV setzt sich langsam sicher in der Hälfte der Hoffenheimer fest. Kleindienst auf Özcan. Salih Özcan mit der Chance. Salih Özcan eiskalt vor dem Tor. 1-0. 13. Minute. Der HSV mit Powerplay in der Anfangsphase. Und mit jeglichem Frust nach der Niederlage gegen Union Berlin, den man hier bewältigen will, gegen einen direkten Konkurrenten. Äußerst selbstlos aufgetreten hier. Kleindienst wunderbar gemacht. Und Özcan eiskalt vor dem Tor gegen Mamardaschwili. Und bereits das vierte Saisontor für Salih Özcan. Den will ich fast gar nicht mehr wegnehmen von der Achterposition. Wir erinnern uns, wir drehen hier um zum Sechser. Jetzt haben sie aber Platz und Platz. Und Raum wollte ich sagen. Elias Bebu mit dem Abschluss. Direkt genommen, will ihn aufs lange Eck zirkeln. Heuer Fernandes ist, er ist da. Aber der Ball geht auch am Tor vorbei. Toller Ball von Özcan auf Patrick Wimmer, der nimmt den gut mit. Wimmer mit der Flanke, da hinten ist Steven! Ja, der HSV ist da. Selbstvertrauen auf jeden Fall vorhanden, trotz der Niederlage zuletzt. Trotz der häufigeren Niederlagen sind ja immerhin drei aus den letzten vier Partien. Federico Bernardeschi mit einer riesen Chance. Gute Freistoßposition. Den zirkelt der da aufs kurze Eck. Und senkt sich da ganz gefährlich. Klatscht an den Außenpfosten. Glück gehabt. Pause. Nachdem die Hoffenheimer zwischenzeitlich so ein bisschen das Kommando übernommen haben, hat sich das Ganze zum Ende der ersten Halbzeit wieder beruhigt. Nicht unverdient die 1-0-Führung für den HSV, aber wir müssen aufpassen. Oh, das ging da alles ein bisschen zu einfach bei Hoffenheim. Oder für Hoffenheim. Heuer Fernandes verhindert hier den Ausgleich. Guck mal, die können sie den Ball hier hin und her spielen. Schäfer steht dann hier richtig dran an Blass. Und der mit der Riesenmöglichkeit. Heuer Fernandes verhindert Schlimmeres. Oh, und jetzt kommt unser Wunschspieler für Kade Schabek. David Raum als Rechtsverteidiger. Oh, Fehler von Akpoguma. Sanders auf der Linie. Aber der Ball ist noch heiß. Wimmer. Özcan. Kleindienst verpasst. Bernardeschi. Und jetzt hat sich da ein Hoffenheimer verletzt. Samaseko ist es. Oh, Riesenchance für den HSV. Kleindienst. Gute Übersicht auf Salih Özcan. Salih Özcan. Mamardaschwili. Für die Hoffenheimer. So, und jetzt kommt Micky van de Ven in die Partie für Halsberg. Zuletzt musste immer Nian zuweichen. Heute ist es van de Ven, der für Halstenberg kommt. Und Kleindienst! Tim Kleindienst mal wieder zur Stelle mit dem Kopf. Nach Muster gilt die Ecke von Salih Özcan. Es ist Kleindienst, der hier das 2-0 per Kopf erzielt.
Was für ein Wuchtkopfball. Das hat sich jetzt abgezeichnet in den letzten Minuten, dass die Hamburger dran sind. Salih Özcan, wunderschöne Ecke. Und Kleindienst geht da ganz alleine hoch. Mamardaschwili hat da, glaube ich, keine Chance. Gucken wir nochmal von hier. Ja, Ball ist jetzt nicht ganz präzise ins Eck. Ja, ich würde einfach mal sagen, äußerst gut und wuchtig geköpft. Am Ende passiert nichts mehr. Der HSV lässt nichts mehr anbrennen. 2:0 Sieg gegen die Hoffenheimer. Wichtige 3 Punkte im 6-Punkte-Spiel. Oh Leute, heute ist nicht mein Tag. Ich kriege die Sprichwörter nicht so zusammen. Ja, liebe Leute, jetzt ist es mittlerweile soweit. Salih Özcan kann dauerhaft zum ZDM umtrainiert werden, was wir uns ja zusammen beginn vorgenommen hatten. Aber aktuell auf ZM hat er plus 4. Auf ZDM hätte er nur eine plus 2, was die Form angeht. Dementsprechend liegt sein Potenzial ja eindeutig noch mehr im ZDM, heißt auf der, im ZM, heißt auf der Achterposition. Dementsprechend bin ich am Überlegen, ob ich zumindest in dieser Saison noch auf der Achterposition belasse. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt die Möglichkeit habe, das umzutrainieren mit der Dreiecktaste da in der Teamzentrale. Haut eure Meinung dazu aber gerne mal in die Kommentare. Ich würde ihn jetzt erstmal noch auf der Achterposition belassen. Ja, wir sehen, der Sieg war natürlich wieder immens wichtig, denn Leipzig zieht weiterhin im Gleichschritt mit uns durch die Liga. Auch vorhin haben wir verloren, Leipzig hat verloren, wir haben gewonnen, Leipzig hat gewonnen. Hertha bleibt erstmal da, hat aber noch ein Spiel weniger. Dementsprechend, ja, wie gesagt, der Sieg war einfach enorm wichtig. So, es geht gegen den FC Augsburg, die sind aktuell auf Rang 10. Hinspiel haben wir gewonnen, wir erinnern uns, das war das Spiel nach dem Fürth-Debakel, würde ich mal so sagen. Jetzt also gegen Augsburg, in Augsburg, natürlich wollen wir auch da den Sieg nachlegen. Und das Ganze gehen wir mit der gleichen Startaufstellung wie zuletzt gegen Hoffenheim an. Die Siegerelf kriegt also die nächste Chance und Nian Su knackt jetzt auch die 80. Also so langsam kriegen nach und nach alle Spieler so ordentlichen Boost. So, die Augsburger mit folgender Aufstellung. Gikiewicz, Guardado, Stanic, Mosquera, Götze, Gumni, Douglas Luiz, Edu Exposito, Ghana, Bialek und Tonai. Also langsam sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, wo viele Mannschaften einfach einen bunten Mix aus Spielern zusammengestellt haben. Die erste Chance haben aber wir. Das ist Kleindienst mit dem Tor. Zum 1:0 in der 6. Minute. Sauber gespielt zuvor, auch von Patrick Wimmer. Wunderbar vorgelegt. Das ist super gespielt. Salih Özcan nach Vorarbeit von Kim Kleindienst. Fast mit dem 2:0, aber nur an die Latte. Jetzt nochmal Kleindienst. Gikiewicz ist zuerst dran. Kleindienst im Strafraum liegt auch auf Sanders. 2:0. Kleindienst als Torschütze und als Vorlagengeber heute aktiv. Wahnsinn. Und da fällt das 3:0. Wieder Kleindienst nach Vorarbeit von Dorsch diesmal. Und das war es. Ein äußerst souveräner 3:0 Erfolg für den HSV in Augsburg. Wieder mal 2 Siege in Vorgang gefahren. Ganz, ganz wichtig. Sehr gut. Und wir sehen es wieder. Leipzig im Gleichschritt. Auch die haben wieder gewonnen. Hertha lässt federn. Wieder nur 1 Punkt geholt. Sind damit schon 5 Punkte dahinter. Nachdem wir ja zuletzt noch alle 3 40-Punkte hatten. Ganz interessant. Auch Augsburg nicht gewonnen, damit die auch gar nicht erst von unten dicht daran schieben. Also sieht ganz gut aus. Auch an Dortmund rücken wir mittlerweile ran, auch wenn die noch ein Spiel weniger haben. Ganz, ganz verrückte Rückrunde bisher hier. Klar, am Ende wird oben stehen, wer die beste Konstanz hat. Am Ende geht es für uns mit Leipzig und mit Hertha wahrscheinlich um die Champions-League-Plätze. Ich glaube nicht, dass Dortmund sich das nehmen lässt und runterrutscht. Aber das wäre natürlich ein extremer Bonus, wenn wir die Champions League tatsächlich noch knacken würden. Wahnsinn. Jetzt geht's gegen Fürth und da, meine Lieben, da haben wir eine ganz dicke Rechnung offen. Ja, und Fürth ist ja tatsächlich auch nicht mehr letzter. Als sie gegen uns gewonnen haben, hatten sie, glaube ich, erst 1 Sieg eingefahren. Und jetzt mittlerweile sind sie auf dem Relegationsplatz vorgerückt. Klar, unterschätzen dürfen sie auf keinen Fall. Das haben wir im Hinspiel gesehen, wo wir 4:1 verloren haben. Aber unser Anspruch ist es, Fürth deutlich im Volkspark zu besiegen. Da bin ich ganz ehrlich und das will ich auch schaffen. Und das lasse ich mir nicht vom Brot nehmen. Wir hatten jetzt eine englische Woche, mussten daher so ein ganz bisschen rotieren. Zum Beispiel Sanders heute nicht mit dabei, dafür aber Sesser. Knutzen beginnt, Wimmer beginnt, Sikan beginnt wieder. Van de Ven macht sein erstes Spiel von Anfang an. Aber ansonsten gehen wir das an. Ganz seriös und ohne übermütig zu werden. Schmuddelwetter im Volkspark, aber das ist egal. Nach der 1:4-Klatsche im Sportpark Ronhof soll es jetzt am 25. Spieltag im Volkspark gegen Fürth ebenfalls einen deutlichen Sieg gehen. Gut, unterm Strich bin ich mit dem Sieg zufrieden, logischerweise. Also unterm Strich ist es erstmal 3 Punkte einzufahren. Aber, ja, da spielt natürlich so ein bisschen, weiß nicht, Frust mit rein, dass wir das letzte Mal so verkackt haben gegen die.
Und so spielen die Fürther. Ihr habt ja beim letzten Mal untergeschrieben, dass sie sich kaum verändert haben. Ich habe jetzt natürlich die Aufstellung aus dem Hinspiel nicht mehr im Kopf. Green und Duziak sind auf jeden Fall noch dabei. Und Tillmann, Abiyama, Tekere, ich glaube, die haben sich im Winter ein bisschen verstärkt, oder? Wäre auf jeden Fall ein Grund, warum die plötzlich von 18 auf 16 gesprungen sind. Özcan auf Wimmer. Wimmer klasse. Wimmer im Strafraum. Wimmer legt nochmal zurück auf Özcan. Das ist sauber ausgespielt. 8. Minute 1-0 HSV. So haben wir uns das doch vorgestellt. Und Salih Özcan das Ganze selber mit eingeleitet. Und der ist so torgefährlich heute. Beziehungsweise nicht nur heute, sondern der ganzen Saison. Hier, Wimmer. Klasse Ballbehandlung. Wunderbar die Übersicht behalten. Schulz schmeißt sich nicht vor den Ball, sondern wartet darauf, dass Wimmer den Ball querlegt. Und keiner von Fürth ist bei Salih Özcan, der ihn aus 11 Metern quasi fast vom Punkt da einschiebt. Herrlich gespielt. Oh, sie kann auf. Patrick Wimmer, Wimmer im Strafraum. Wimmer! Eiskalt, 16. 2-0 HSV. Ich sag's ja, so haben wir uns das vorgestellt. Oh, Nianzou gegen Abiyama. Sieht die gelbe Karte. Ja, ich glaube, Fürth wollte da gerne eine rote sehen. Vor allem Tillmann. Gucken wir hier. Der Ball ist vorbeigelegt und Nianzou kommt zu spät. Aber er war halt nicht der letzte Mann. Und es war halt noch ein Stück bis zum Tor. Kann man drüber streiten. Jetzt aber die Chance für Abiyama und der ist drin. 26. Minute. Fürth lebt. So deutlich wird es dann doch nicht. Zumindest Stand jetzt. Fürth hat sich nicht aufgegeben, die Kleeblätter. Kommen hier zurück ins Spiel. Jubel bei den Mitgereisten. Schauen wir nach. Vorbei an Nianzou. Doppelpass. Und dann einfach mal abgedrückt. Weißt du, ich muss heuer Fernandes den halten. Wir haben hier wieder eine wunderbare Wiederholung. Der wird immer länger und knallt dann hinten rein. Heuer Fernandes kann es nicht fassen. Das muss natürlich deutlich besser verteidigt werden. Und jetzt sieht Nianzou die gelb-rote Karte. Das gibt's ja gar nicht. 30. Minute. Tanguy Nianzou muss vom Feld. Der HSV jetzt nur noch zu 10 nach Foul an Julian Green. Da kommt er zu spät. Ah, das ist unnötig. Das ist absolut unnötig, was Tanguy Nianzou da macht. Bärendienst für die Mannschaft. Jetzt wird's natürlich nochmal deutlich schwerer. Halbe Stunde ist erst gespielt. Es steht nur noch 2-1. Fürth hat Oberwasser. Özcan, wieder guter Ball auf Patrick Wimmer. Patrick Wimmer wieder im Strafraum. Schulz mit einer Glanztat. Aber der HSV, er sucht die Flucht nach vorne. Auch richtig. Denn man hat ja gesehen, wo Fürth anfällig ist. Gerade diese Bälle in die Schnittstelle, in die Tiefen, die sind brandgefährlich für Greuther Fürth. Und da muss man weitermachen. Das kann man auch in Unterzahl. Und Heuer Fernandes mit einer Glanztat. Kurz vor der Pause, Konter hier. Der Fürther, Duziak mit der Riesenchance. Hier, Van de Ven geht nicht richtig hin. Schäfer verpasst und Duziak direkt genommen. Heuer Fernandes Glanztat. Also der HSV muss sich hier irgendwie mit der Führung in die Halbzeit retten. Sonst wird es hier ganz, ganz eng gegen das Kleeblatt. Pause im Volkspark. Der HSV kann durchschnaufen. Also ich auch wenn es vorher anders klang. Ich habe gewusst, dass es nicht so einfach wird. Aber dass es denn doch so eine Mammutaufgabe jetzt wird. Eine ganze Halbzeit jetzt in Unterzahl. Gegen wilde Fürther. Das wird wild. So, zur Halbzeit ist Sessa jetzt der Leidtragende. Wir nehmen ihn eigentlich aus der Zentrale raus, um die Innenverteidigung zu stärken. Jerome Boateng jetzt im Spiel mit all seiner Erfahrung zusammen mit Mickey van de Ven jetzt in der Abwehr. Oh, die Zeit drin. Fürth drückt natürlich. Aber wir kriegen das bisher ganz gut wegverteidigt. Jetzt muss Heuer Fernandes hin. Jawohl, 7 Minuten noch auf der Uhr. Oh, Dorsch mit der Hacke auf Danilo Sikan Schulz. Hält Fürth tatsächlich noch im Spiel. Und jetzt kommt Fürth tatsächlich nochmal mit Julian Green. Mit Duziak. Mit Miyoshi. Miyoshi, euer Fernandes ist zur Stelle. Und das war's. Wir halten diese knappe Führung in Unterzahl. Wir bringen das Ganze über die Zeit. Boah, also das ist jetzt so knapp, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, vielleicht hatte ich doch ein bisschen eine zu große Klappe vor dem Spiel. Ja, meine Lieben, wichtiger Sieg natürlich, allen voran auch, weil Leipzig nicht gewonnen hat. Ganz, ganz wichtig. Heißt, wir schaffen uns ein bisschen Luft und manifestieren so ein bisschen unseren Champions-League-Rang.
Den wollen wir natürlich nicht wieder hergeben. 9 Spieltage sind noch zu gehen. Jetzt geht's gegen Dortmund, dann gegen Werder Bremen. Im Nordderby. Es geht Schlag auf Schlag. Aber wie gesagt, man darf natürlich keinen Gegner unterschätzen. Ich habe Fürth natürlich nicht unterschätzt, aber ich hatte es so vor, so den Wunsch, die Wunschvorstellung gehabt, die jetzt auch zu Hause deutlich zu schlagen. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, als moralischer Sieger geht tatsächlich Greuther Fürth aus dieser Saison nach den beiden Duellen raus. Jetzt kann man nur sagen, alles Gute für den Klassenerhalt und vielleicht sieht man sich in der nächsten Saison wieder, um endlich klare Verhältnisse herzustellen. Das war's in dem Fall für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Einfach ganz, ganz wichtig für den Algorithmus. Damit könnt ihr mich einfach super leicht unterstützen. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir da einiges schaffen würden. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt und neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor der 3000er Marke. Auch da würde ich mich so unglaublich drüber freuen, wenn wir das packen. Das war's von mir. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.